Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei Ben's Battle Club, einer neuen Folge von mir für euch. Das klang jetzt mit komisch. Mir. Mit Sprocket, natürlich. Hab ja keine anderen Co-Kommentatoren, die sich das antun wollen. Ja, heute gegen Colin mal wieder. Mhm. Ein 6 gegen 6 Kampf. Mhm. Sehr interessant. Und ja, du darfst mal mein Team vorstellen. Dein Team? Ja. Okay. Du hast mir Felinara. Elisand, Hundemon, Bisaflor und Nachtara. Warum hast du das so komisch ausgesprochen? Weil. Ist so. Ja. Okay. Gut, und auf Colin seiner Seite haben wir Morlord, Nachtara, Luxtra, Xatu, Migitalis und ein Ofenrotom. Yay. Dann. Zwei Nachtara. Gucken wir doch mal rein. Ja. Zwei Nachtara. So. Colin immer noch mit demselben langweiligen Auto. Mit demselben Outfit natürlich, weil ich sage, er fängt ja mit Cookies, seinem Rotom. Und ich komme mit Dark Weak Duck. So, dann komme ich mit dem Drachenpuls. Bums. Er kommt mit der Donnerwelle. Er macht dich langsam. Ja. So, dann kommt er mit dem Donnerblitz. Und. Eieiei. Macht Schaden. Das, mhm. Das Ofenrotom macht den Druck. Ah, okay. So, aber ich knock's aus. Ja, nicht schlecht. Sehr schön. Und dann kommt er jetzt mit Lunastra. Seinem eigenen Shiny Nachtara. Yep. Und ich hol mal Darkwing Duck zurück. Ich dachte, vielleicht kann man es ja noch gebrauchen. Und ich hol Taya raus. Evoli Battle. So, er macht Fluch. Dieser weltbekannte Nachtarat. Ja. So. Und hol's aber gleich wieder zurück. Und tauscht es aus gegen Xatu. Xatu ist total blöd, dass das nicht mehr steht. Mhm. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. So, da kommt in deinem Weintraubenkopf. Und das haut rein. Ja, mein Felinara ist mäßig und voll auf Spezialangriff ausgelegt. Ist ja recht ungewöhnlich, ja, bei Felinara. Das ist ja eher so ein Verteidiger. Also hat so auf Verteidigungszeugs gespielt. So, ich hole den Spukball raus gegen Morlord. Macht einen dritten Schaden. Allerdings kommt da der Spezial Death Drop. Ja. Und er holt Morlord direkt wieder zurück. Und dann schickt er Luxtra rein. Also lustiges Gewechsel hier gegen Taya. Die einfach mal sagt, ja, ich hau den einfach mal weiter drauf. So, ja, wieder viel Schaden. Da kommt der Donnerzahn. Macht allerdings auch viel Schaden. Allerdings kommt trotzdem die Mondgewalt. Aus. Schau, Luxtra. So. Schade, dass man nicht mehr von ihm sieht. Da kommt Militalis. Und ich hol Taya zurück. Ich möchte. Und hol wieder Darkwing Duck raus. So, und dann kommt der Militalis Sneed. Ich finde übrigens den Ruf von Militalis in der Form sehr lustig, weil er so dumm klingt. Dann kommt der Mogelhieb. Ich finde es witzig, dass er mit diesen Schleierdingern zuhaut. So, ja, Darkwing Duck ist besiegt. Ich kann jetzt aber sicher einwechseln. Und ich hole meinen Hundemann raus. Hast du das beabsichtigt? Oder hast du gedacht, das war beabsichtigt. Dein, okay. Ja, war einfach nur als Bruch. So, da kommt wieder Nachtara raus. Ich komme natürlich mit der Finsteraura, ist ja klar. Macht aber an dem Nachtara natürlich gefühlt null Schaden. Dachte ich mir, probierst du es mal mit dem Flammenwurf. Macht auch mehr Schaden, allerdings, ja, Wunschtraum. Mhm. Ich habe ja auch von deinem Nachtara. Ja. So, da. Hundemon macht keinen Schaden. Und bevor dann der Fokus dort getriggert wird, holt die Taya wieder raus. Wir kommen mit dem Gegenstoß. So, Volltreffer sogar. Aber nicht effektiv. Nee. So, er kommt wieder mit dem Gegenstoß. Reicht allerdings immer noch nicht. Und da kommt die Mondgewalt. Röms reicht allerdings nicht ganz. Wenn er jetzt nochmal irgendwie Mondstrom oder so gemacht hätte, hätte er, glaube ich, mit dem Mond wegkommen ja, können. Das stimmt. So, und jetzt kommt das Mirror Battle. Sau gegen Lunastra.
Nasra kommt mit dem Wunschtraum. Ah, jetzt. Den du ja schon vorher gesagt hast. Und ich komme mit dem Toxi. Glaube ich, eine der besten Möglichkeiten gegen so ein Viech. Ja, aber er hat Synchro. Das war mir in dem Moment allerdings ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, Doppelsynchro ist ja ziemlich groß. Ja, war mir in dem Moment echt egal, weil ich das Vieh einfach nur wegkriegen wollte. So, ich zieh zurück. Mhm. Weil trotz Vergiftung ist ja so ein volles Nachtara noch ganz nützlich. Und holt wieder Hundemon raus. Ja, er hat die Vitalglocke. Damit hast du ihm jetzt praktisch eine Vergiftung auf dich geschenkt. Ja, genau. Da habe ich mir quasi ins eigene Knie geschossen. Ja, konnte ich allerdings nicht mit rechnen, ne? Tja. So, Flammenwurf. Aber eigentlich schon recht gut überlegt, da ja wahrscheinlich die höflichste Antwort auf Nachtara ist das Vergiften und dann scheinst du es einfach weg. Ja, die Verbrennung macht halt nichts durch Wunschstrom. Da ist, und selbst bei Paralyse und so weiter und so fort ist halt eine Vita-Glocke echt nicht so verkehrt. Hat das, ich glaube ich, dann. Ja, ist, statt meinem Toxin hat er die Vita-Glocke. Genau. Ja. So, ja, ich muss einfach weitermachen mit. Wow, noch ein Volltreffer. Aha, ist aber auch schon wieder Glück. Ja. Ich will ihn in Reichweite vom Hitzekoller, glaube ich, bringen. Was ich ja. Ja, da kommt er auch. reicht, glaube ich, aber nicht aus. Hast du den jetzt einfach gemacht, weil du gehofft hast? Das klappt ja, ich hatte gehofft, es war, glaube ich, dass ich jetzt kopfmäßig durchgerechnet. Es hätte sogar reichen können, glaube ich. Aber die Chance, dass es überlegt war, glaube ich, größer. Ja, Rundstrom ist draußen. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als Hundemon wieder zurückzuziehen, weil ich krieg das spezialangriffsmäßig natürlich nicht weg. Ist ja klar. So, da kommt wieder der Wunschtraum. Frank ist erschienen. Und Frank ist erschienen. Ja, und Frank kann Fokusstoß, allerdings geht der daneben. Ja, ist immer das Blöde an der Attacke. Ja, 70% Trefferchance nur ist halt ziemlich blöd. So. Aber jetzt. Jetzt kommt er. Hätte er vorher getroffen, hätte das ausgedockt. Ja. Ja, Lebenorb von Frank kennt man ja. Er spricht natürlich den Wunschtraum wieder aus. Ich kann jetzt, glaube ich. Ah, ne, er ruft es zurück tatsächlich. Und kommt mit Xatu wieder. Ja, da macht der Fokusschuss natürlich nicht ganz so viel. Also, er trifft schon mal gar nicht und hätte auch nicht so viel Schaden gemacht. Nee, das glaube ich auch. Ja, Xatu ist wieder voll oben auf. Er ruft es zurück, also es war einfach nur um es zu heilen. Mhm. Und er holt der Pina wieder raus und ich komme dann natürlich, glaube ich, voll drauf rein. Ja. Ja. Ich komme mit dem Donner. Hat er nicht ein bisschen predicted? Ein bisschen ist gut. Ein bisschen viel, ja. Finsteraura macht allerdings viel Schaden. Er kommt mit dem Toxin, ich wehr ab. Und er muss dieses zurückrufen. Abgewehre. Ja. Da kommt wieder Lunastra. So, Finsteraura ist da. Sehr witzig, wenn du jetzt gedacht hättest, ach komm, Fokusstoß gegen Morlock, den hättest du jetzt. Ja, das wäre natürlich voll der gute. Jetzt kommt wieder ein bisschen Donner, oder? Ja, ich wusste jetzt in dem Moment, was er vorhat. Und zwar wollte er, dass ich die 5 AP vom Fokusstoß vermauere. Jetzt kann man noch so ein AP-Top drauf rum. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Ist mir dann eingefallen, als ich noch 2 Fokusstöße übrig hatte. Ups. Militalis kommt wieder mit Muggelhieb. Das wusste ich schon. Ich wollte aber meinen Frank nicht verlieren. Deswegen kommt mein Hundemon als ja, Puffer, könnte man sagen. Hey. Ja. Hier, ja. Mhm. So, ich habe noch Ralf Ranke. Den haben wir noch gar nicht gesehen heute. Den haben wir noch gar nicht gesehen, den habe ich mir in der Hinterhand gehalten. Der ist noch frisch und fit. Der ist frisch, fit und hat Bock auf den Kampf. So, und ja. Kennt man ja von Ralf Ranke, der geht erstmal Enrage. Ich finde Mega dieser Pilot immer cooler, muss ich sagen, je öfter ich spiele. So, und dann kommt Matschbombe. Zack. Uiuiui. Und vergiftet. Das ist nice. So, ja, Xatu. Hat natürlich einen Vorteil rein vom Typ her, allerdings ist es natürlich vergiftet und Mega dieser Pilot hält halt viel aus. Ja. So, da kommt erstmal mit der Donnerwelle. Aber auf dieser Flor ist das jetzt nicht so schlimm, oder? Ist ja generell nicht so schnell. Es geht, ne? Dieser Flor ist nicht so lang, wie man denkt. Nee.
Ja, die Überreste helfen ihm jetzt natürlich nicht mehr. So, da kommt die Psychokinese. Aber wie gesagt, ne, dieser Flo hält eine Menge aus. Da kommen noch die Jäger und Sahnen. Ja, er hat aber die Spiegel drauf. Ich dachte, ich probiere es einfach mal. Ich hätte aber Synthese wäre natürlich die bessere Wahl gewesen. Allerdings. Ja, und du wärst nochmal gematschbombt. Ja, oder ich hätte nochmal gematschbombt. Allerdings wollte ich noch ein paar KP aus Xato rausziehen. So, Ralf Ranke kommt zurück. Und ich hole meinen Nachtara wieder raus. Denn, hast du mal predicted? Da habe ich mal predicted und den Psychokinese macht nichts. Also ich weiß gar nicht, ob das Gift, nee, das Gift dürfte noch nicht reichen. So, nee, reicht tatsächlich nicht. Ohne die Überreste hätte es, glaube ich, gereicht. So. Und jetzt macht er einen Wunschtraum. Wahrscheinlich für sein eigenes Nachtara, weil Xato wird ja in der Runde auf jeden Fall down gehen. Ja, hat er nochmal supportet ein bisschen. Genau. Ja, die Überreste machen, schützen jetzt auch nicht mehr vom Gift. Also, Franke hat einen Kill erreicht. Passiv, aber er hat es geschafft. Ralf, yay! Hast du ein anderes Bisa-Floor jetzt endlich schon mal gemacht? Da sitze ich gerade dran. Bisa-Knollentraut? Knollentraut, ja. Da sitze ich gerade momentan dran. Ja, das Ding wird ein bisschen anders gespielt, wenn man mit der Giga so. So, da kommt's wieder. Wie vorhergesagt. Ja, spricht erstmal einen eigenen Wunschtraum aus. Warum machst du das eigentlich nochmal? Du weißt doch, dass er sich heilen kann. Ja, aber dazu muss er ja erstmal die Vitalglocke drücken. Und das ist ja dann sozusagen ein, naja, nicht verschwendeter Zug, aber er muss sich halt mit dem Toxin erstmal auseinandersetzen. Das ist halt. So. Und Wunschtraum, Vitalglocke ist halt. Sind halt zwei Runden, um seinen Nachtara erstmal wieder fit zu kriegen. Ja. Deswegen habe ich da trotzdem das Toxin gedrückt. Ah ja. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich tausche jetzt auch gleich wieder aus. Ja, das zieht mir jetzt schon relativ viel ab. Ja. Ja, jetzt ziehe ich zurück. Und ich glaube, ich wechsle sogar wieder auf Ralf. Ja, jawohl, da kommt wieder Ralf Anke. Ja, da dürfte Paralyse dürfte ihn jetzt nicht so kratzen gegen den Nachtara. Da ist das Glöckchen. Ja, wie gesagt, er muss sich erstmal damit auseinandersetzen. Kann jetzt irgendwie keinen Fluch machen oder so. Aber der Wunschtraum kommt. Und dann ist wieder voll. Ja. So, da kommt jetzt erst der Fluch. So, und ich komme mit den Igelsamen, weil die kann er nicht wegmachen. So, und einmal drauf. Ja. Ralf Ranke hat ja, jetzt kommt der Gegenstoß. Ralf Ranke hat jetzt halt ein bisschen HP wieder. Ja, und Nachtara macht jetzt nicht so viel Schaden. Da kommt die Matschbombe und Volltreffer und vergiftet. Schon wieder. Ja. Du hast auch richtig viel Glück, was du Volltreffer noch bei dieser Runde, also in diesem Kampf getan. Da habe ich tatsächlich wieder richtig viel Schwein. Ja, und Igelsam und Vergiftung dürfte trotzdem wehtun. Böse, ne? Und er muss den Wunschtraum jetzt erstmal wieder rausholen oder die Vitalglocke. So, allerdings entscheidet er sich natürlich für den Wunschtraum, ist klar, aber das wird Nachtara nicht überleben. Und da geht's down. Und da geht's kaputt. Und Ralf Ranke steht noch richtig gut da. Trotz Paralyse. Aber kann er den auch noch voll? Ja. Mobile hebt schon wieder. Und jetzt haben unsere Katzen im Hintergrund was umgeschmissen. Ja, da kommt der Icy. Aber durch Speckschichten nicht ganz so schlimm, ne? Nee, macht nur normal Schaden. Ja, Matschbombe. Da kommt nochmal der Icy. Die Paralyse übrigens noch nicht einmal gezündet. Aber jetzt bestimmt. Nein, doch und nicht. Und da kommt der Energieball. Bam. Und das war's. Echt? Ja. Schon? Nach 14 Minuten? Ich hätte sogar noch, ehrlich gesagt,
Stimmt, Ilesaat gab es nicht. Nee. Tatsächlich nur Ilesaat, aber Ilesaat hätte Militalis geschlagen. Bin ich mit ziemlich sicher. Ja, Finsteraura und er hat keinen Mogelhieb mehr gehabt. Und Ilesaat ist verdammt schnell. Ja gut, wenn du das sagst, dann. Ja. Das war ein bisschen längere Folge heute, aber ich denke mal, es geht in Ordnung. Ja, ist ja noch im Rahmen. Ja, vollkommen okay. Und dafür war der Kampf spannend. Der Kampf war sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, das war die heutige Benz Battle Club Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ja, wisst ihr ja, was ihr machen könnt. Wenn nicht, ist aber völlig okay. ja, ansonsten schaut mal bei Sprocket vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss. Ciao.